die Vorbereitung ist so gut wie vorbei. Wir haben viele Testspiele gesehen, viele Einheiten gesehen. Wie fällt dein Fazit aus? Mit was für einem Gefühl gehst du ins erste Spiel 2014? Wir haben viele jetzt Testspiele gehabt gegen auch schwierige Gegner. Und ja, die Ergebnisse haben nicht immer, also sind nicht immer gut gelaufen, aber wir haben okay gespielt. Wir haben gegen Dortmund, Hoffenheim und Gladbach zum Beispiel gespielt. Und ja, haben eigentlich unsere Arbeit gegen die ganz gut gemacht. Vor allem defensiv, da lief es wieder recht gut in der Offensive. Da glaube ich, da hakt es noch ein bisschen. Ihr schießt so wenig Tore, oder? Ja, aber gegen jetzt Panik Moos haben wir richtig viele Chancen daraus gespielt. Und da muss nur der Abschluss kommen und dann hätten wir zumindest gegen Panik Moos ungefähr 6 Tore machen können. Und wenn das am Freitag klappt, dann passt alles. Freitag, FSV Frankfurt. Wie wichtig ist dieses Spiel? Ist ja das erste Spiel jetzt im neuen Jahr. Ja, ist immer wichtig, gut reinzukommen für die Jungs und auch für das Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. Und ja, haben wir eine gute Chance gegen Frankfurt hier zu Hause. Es kann sein, dass du am Freitag spielst in der Startelf als Rechtsverteidiger. Fühlst du dich da wohl mittlerweile auf der Position? Ja, ich fühle mich immer besser da. Am Anfang musste ich mich so ein bisschen da so einspielen, weil da muss man ja viel mehr laufen und du kommst nicht so ganz in die Zweikämpfe und kannst aber dafür viel mehr nach vorne machen und das macht Spaß, finde ich. Was erwartest du für einen Gegner am Freitag, FSV Frankfurt? Du kennst die Mannschaft ja. Wo siehst du so die Stärken des Gegners, vielleicht die Schwächen, wo kann man da angreifen? Haben gegen uns in Frankfurt tief gestanden und sind brandgefährlich auf dem Konter. Die haben gute Außenspieler, auf die müssen wir ganz gut aufpassen. Und wenn wir das hinkriegen, dann passt es schon. Es gibt vielleicht ein Wiedersehen mit Fatih Toski. Mit dem hast du, ich glaube, ein Jahr zusammen hier gespielt oder zwei Jahre sogar. Es könnte sein, dass es direkt zum Duell kommt. Ne? Freust du dich drauf? Ja, klar. Ich kenne ihn ganz gut. Ich weiß, was er gut kann und was er nicht so gut kann. Und dann kann ich mich gut einstellen gegen ihn. Vielleicht noch abschließend, was hast du dir vorgenommen fürs Jahr 2014? Für dich, vielleicht auch für die Mannschaft? Ja, mehr zu spielen einfach, ganz einfach. Und die Mannschaft, ja, so früh wie möglich viele Punkte zu holen, um unseren Platz in die Liga zu sichern.